Hallihallo. Du gibst Müdigkeitsgeräusche von dir. Geh weg. Ich aber auch. Sollen wir, eine Daily hast du jetzt gemacht, oder? Hast du gesagt? Ja. Okay, dann mache ich mal kurz. Die Spuren einer Katze. Auf dem Laminat schwer zu sehen. Man hört sie meistens, wenn sie losrennt. An dem wenn die Kratzen durchkratzen. Weil sie beschleunigen will, aber keinen Grip kriegt. So ähnlich wie beim Auto. Wenn die Reifen durchdrehen. Ich soll eine Katze suchen. Wo könnte sie nur sein? Was? Ach, die ist heute hier oben auf dem Baum, oder wie? Warum denn oben auf dem Baum? Bist du... Ja, Katzen halt. Katzen halt, ja. Oben auf dem Baum nach Hilfe miauzend. Katzen halt. Einfach abstechen. So. Oha. So. Da ist eine Bibel. Ich bin gerade voll erschrocken. Oh Gott. Oh. Was bimmelt denn jetzt? Er ist direkt wieder verschwunden. Schrecklich. So, pass auf. Ich bin fertig. Soll ich zu dir hüpfen? Jo. Jo. Freunde. Tschub. So, hallo. Hallo. Tschüss. Wo bist du denn hin? Ist ja rein? Nee, wie heißt das? Du willst unbedingt mit Euler spielen, ha? Natürlich. Okay, dann nehme ich Chin und Euler, okay? Okay. Hey, ich kann dodgen. Was machst du? Ich wechsle auf Jan Fee. Ich kann auch Noelle holen. Wobei Noelle hat jetzt nur eine Artefakte. Ja, hat sie, hast du sie schon hochgepackt, die Artefakte, oder nicht? Ein bisschen, ja, aber halt nicht komplett. Sag mal, Kiki, kurze Frage. Ja. Es ist mir ja heute schon aufgefallen. Ja. So ein bisschen. Aber jetzt muss ich dich nochmal fragen. Bist du dir sicher, dass du nicht krank bist? Ja. Wirklich, du bist gerade an Millionen von Glitzer vorbeigelaufen. Das ganze Dorf glitzert, von oben bis unten. Und du bist einfach dran vorbeigelaufen. Ich hab's nicht gesehen. Hätte ich das gewusst. Gerne. Genauso, hätte ich das gewusst. My apologies. Warte mal. Vielleicht klappt's ja. Jupp, klappt. Droppen die was? Ja, ich brauche die immer noch für die gute Kokomi. Ich komme nicht ran. Okay, Kokomi, musst du regeln. Und die Qualle kommt auch noch. Weißt du was? Ich drücke einfach M1, dann muss ich nichts machen. Schaden. Gefühlt. Hätte ich das gewusst, wäre ich auf Janfee geblieben. Hä? Hätte ich das gewusst, wäre ich auf Janfee geblieben. Irgendwie wollte sie gerade nicht weiterlaufen. Du fühlst dich gerade sicher, weil eine Kokomi in deiner Nähe ist. Nee, weil ich eine Noelle habe. Ach so. Ja. Das heißt, eigentlich lässt du mich schon wieder alle Gegner machen. Nein! Ich glaube nicht, dass deine Euler Schaden macht. Natürlich macht sie Schaden. Außerdem kämpfe ich ja auch mit Noelle, so ist es nicht. Ich wechsle immer wieder mal gerne auf Euler. Gib's zu. Ja, wobei. Mach nochmal mit Euler gerade.
Ich guck zu. Wieso macht deine Eule schon so viel Damage, Alter? Die hast du doch erst seit einer Stunde. Tja. Ihre Artefakte sind noch auf 0. Ja, aber die hast du doch nie im Leben auf 80 gezogen. Nein, auf 90. Ach, du hast ihre Waffe aber schon oben, gell? Ja. Ah, ja gut, macht Sinn. Ja, bei mir hat sie eine 40er Waffe. Also nichts Dramatisches. So, guck mal, da unten ist ein ganzes Dorf voller Glitzer. Willst du das nicht einsammeln? Komm, komm, Glitzer, Glitzer. Wo? Hier unten das. Also, warum gehst du an den Punkt, wo es wenigste Glitzer ist? Komm mal hier hoch. Hier ist viel mehr. Komm. Glitzer, Funkel. Hier, auf dem Hausdach drauf. Hier, hi. Ach, der ist ja mein Erzfeind. Nein, ich bin hier nur auf dem Dach gelandet. Hier, komm, folgen Sie mir auch noch fertig. Guck mal, wie Glitzer. Und du auch ums ganze Haus rum kannst du. Weil du bist ja immer die Dame, die das gern sammelt und so. Ja. Mhm. Ich hab schon gedacht, du bist krank. Läuft einfach dran vorbei. Soll ich jetzt auch sagen, danke, dass du in meiner Welt bist und dass wir jetzt zusammen die Dates machen können? Ja, dann würde ich langsam Arzt rufen, ohne Mist. Ohne Mist würde ich echt langsam Arzt rufen. Ist noch irgendwo Glitzer? Ich mache mal so ein bisschen. Na so. Guck nicht. Kiki will unbedingt, dass ich mir Sorgen heute mache um sie. Ist hier noch irgendwo Glitzer? Ja. Ach, da oben. Also ich bin gerade Artefakte hochwurschteln. You must prepare for hardship. Nochmal Lebenspunkte gekriegt. Nice. Hey. Aber. Ich glaube, ich krieg mir den zwei. Nochmal Lebenspunkte. Okay, also das ist gerade nice. Ich habe gerade. Die Feder hat gerade gefühlt nur Lebenspunkte bekommen. Mhm. Jetzt bin ich bei 9,9% Lebenspunkte. Und 717 Lebenspunkte. Gut, einmal hat sie Verteidigung gekriegt. Aufladerate war ja serienmäßig dabei. Das gehörte zur Grundausstattung. So ähnlich wie Sitzheizung. Die brauchst du nicht, hast du aber. Wobei Sitzheizung ist schon geil, muss ich sagen. Gut, ich habe Sitzheizung im Cabrio. Und nochmal Lebenspunkte. Oh, geil. Ich habe jetzt halt echt nur die Feder hochgekriegt von ihr. Aufladerate. Okay, Aufladerate ist aber auch nicht schlecht. Kannst du öfter queuen. Das ist so ein Ding, wo ich sage, ah, ist akzeptiert. Ich muss mal kurz zum Alchemisten. Ich muss gerade mal was schauen. Ich wollte schauen, ob ich das Ding von Noelle vielleicht mal ändere. Ich habe auch überlegt, ob ich ihre Waffe ändern soll. Auf das Verteidigungsteil? Mhm. Dann queued sie halt nicht so viel, aber skaliert mehr mit Verteidigung. Womit sie skaliert, genau. Aber ihre Q ist halt nicht so viel da. Aber ihre Q ist knackiger. Es ist so ein Hin und Her. Für was entscheide ich mich nur? Aber die Q ist nicht irgendwo basierend auch auf Verteidigung. Ja, sag ich ja, ihre Q ist knackiger, aber nicht so schnell da. Also, ja. Warte, ich dachte, ich hab Glück, was wollte ich eigentlich schon? Weiß ich nicht. Da habe ich immer noch nichts, okay? Aber da hätte ich was. Aber das jetzige Set? Ich glaube, das neue Set wäre geiler für sie. Trotzdem, ich bin mal noch... Gut, ich kann ja bei Noelle tatsächlich einfach die Artefakte wechseln, weil ich sie ja nicht aktiv spiele. Elementarkunde, Lebenspunkte, Angriff. Wenn du willst, kannst du auch einfach mal warten und ich probiere meine Noelle aus, wie sie so ist.
Ja, wenn. Mit dem neuen Set. Aber ich glaube, mir fehlt da trotzdem eins gerade noch für. Wie heißt denn das? Träume des üppigen Schals. Ne, Schale der üppigen Träume hier. Habe ich da? Ein Kelch fehlt mir noch. Aber das ist nicht schlimm, weil das vierer Set habe ich. Oh, Verteidigung und Verteidigung. Ja, ich wechsle mal auf Verteidigung und Verteidigung. Hier haben wir Verteidigung, Lebenspunkte, Lebenspunkte Prozent KT, Aufladerate, Angriff und Elementarkunde. Da würde ich aber das hier nehmen, weil es grundsätzlich mehr hat. Ja, komm, nehmen wir das hier. KT. Verteidigung KT. Ich nehme den hier. Und hier habe ich ja nur einen. Aber hat grundsätzlich Verteidigung, also machen wir mal das. Du musst mir aber ein bisschen Zeit geben, bis ich die Artefakte erstmal hochpushen kann, so halbwegs. Alles gut. Aber das. Ich schmeiß jetzt mal die jetzigen 20er rein und dann schauen wir mal, wo es landen wird. Okay, sie hätte noch das mit an. Ja, ich habe meine Golden letztens verwurschtelt, also. Egal. So, schmeiß mal einfach mal die 20er rein. Das sind 18 Stufen erstmal. So. Darf ich aber nicht vergessen, dass die von ihr wieder nicht mehr ganz voll sind. Weil ich gerade sehe, ich hatte, glaube ich, ihr das Ding gegeben bei Verteidigung in Prozent. Okay, ich habe tatsächlich nicht das Set ganz voll, weil den Helm will ich ihr tatsächlich nicht ändern, weil der hat Verteidigung in Prozent. Leider habe ich jetzt schon da drin verwurstelt. Zeug, also habe ich gerade zwei Levels einfach so mal weggeschmissen, aber naja. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, dann mache ich den Helm aber weg. Alter, wie ist halt dann einfach... Ja, okay, ein Level weniger. Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. Also ich habe es jetzt mal auf 18 überall wieder, bis auf bei 1 ist es auf 17. Ansonsten bräuchte ich noch ein Teil. Ich kriege die vier Teile nicht voll, weil den Gladiatorhelm mit Verteidigung will ich jetzt tatsächlich ihr behalten. Mhm. Also ein Teil fehlt mir noch für sie. Also, wenn du Lust hast, können wir deine Dailies weitermachen. Oder bist du schon dabei? Nee, ich bin nicht dabei, aber ich schau gerade kurz was. Also, ja, habe ich vergessen, dass heute eine Sphäre ist, die ich bräuchte. Kannst du aufhören? Welche Erlebnispassstufe bist du? Ja, ich kann auffüllen. Okay, welche Erlebnispassstufe bist du? Guck ich gleich, warte, ich gucke gerade was. Weil bei 5 kriegst du zweimal auffüllen tatsächlich. Zack. Weil ich habe doch das Schwert von der Reisenden, was ich momentan hochziehe. Diese Hörner brauche ich da doch ständig. Können wir machen. Ich will schon. Also, dann würde ich aber auch nochmal auffüllen und ich würde gern ab zu, Nochmal Artefaktsphäre, weil wenn dann ziehe ich nur jetzt auch noch das neue Set da mal hoch und dann probiere ich sie mal mit ihr aus, damit wie es so geht. Ja, und ich würde gern diese. Wo ist die Sphäre? Diese Zahnsphäre da. Ja, ich weiß, welche du meinst. Kommst du? Bist schon oder brauchst du? Ich bin bei einer Daily, ja. Aber irgendwie der Schleimballon, der ist so unbeweglich. Ja nicht. Hä? So unbeweglich. Der ist so unbeweglich. Und der wartet auf eine bestimmte Person. Weiß ich nicht, vielleicht ist er einfach nur schüchtern und traut sich bei mir nicht. Natürlich auch sehr. So.
denkt sich, ah, scheiße, der tötet mich. Ah, wobei, ich habe keine Q, so schnell töte ich ihn nicht. Gegner sind, ich habe auch gerade keine, wo ich meine Q mal auffüllen kann, aber egal. Kannst du? Siehst du mich? Ja, guck mal. Hallo, Euler. Hallo. Hier unten. Blub. Blub. So ohne Q ist echt doof. Warum überlebt er so lange? Euler hat aber bei mir das gleiche Schwert. Habe ich ihr auch gegeben. Was habe ich denn jetzt? Ach, die Dailies sind schon fertig? Oh, Tatsache. Gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Haben wir schon 4 Dailies gemacht? Anscheinend. Also ich habe nur, alleine habe ich nur diese eine. Ach, ich bin jetzt sogar bei dir da auf der Karte. Okay. Schau mal. Okay, ich. Ja, schau mal Richtung Erlebnispass, welche Stufe du bist, weil dann kannst du vielleicht auffüllen. Also ich habe 2 Dinger, ich kann das nicht auffüllen, aber ich schau mal, da ist jetzt wieder ein roter Punkt. Zack. Ja, guck mal, das habe ich davon. Ja, Stufe 5. Daher habe ich die 2. Ah. Ja, gut, die gleichen 2 habe ich auch. Okay. Du kannst starten. Ja, wenn ich ein bisschen durch. Also Wochenauftritt. Mora habe ich auch schon verbraucht. Ich glaube, tatsächlich habe ich nicht mal das Mora. Weil ich gerade wenig zum Mora verbrauchen habe. Ich habe wen mit. Ich glaube, ich habe es nicht. Aber ist nicht schlimm. Heute ist Freitag. Ich habe das Welche Gegner waren da? Überflutetes Tal, da sind Wassergegner. Dann immer die 2. So, schauen wir mal, wie schnell das geht, ha? Ja, Rekord und so, habe ich gehört. Weiß ich gar nicht. Illusion Free. Take flight. Boom. Ich weiß nicht, lohnt sich da lohnt sich doch irgendwie keine Q. What's the hurry? Na komm. My apologies. Du kommst immer wieder an ein Mikrofon, gell? Oder an Arm, der wackelt. Man hört's. Mein Arm? Nicht dein Arm am Arm, sondern sein Arm. Man hört dann immer dein Mikro. Macht gerade nichts. Ja, da war's. Hä? Bewegt sich nicht. Ist es vielleicht mein Grundgeräusch, was du da hörst? Dein Knurrengeräusch? Mein Grundgeräusch 1,24 von meinem Lüfter? Nein, 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 den höre ich gar nicht mehr. Aber mein Mikrofon bewegt sich gerade nichts, also. Ja, warte. Ja, warte. Wie mache ich denn? Wie imitiere ich das Geräusch? Hast du es gehört? Mhm. Ah, ich habe es gehört. So halt, ob irgendwas am Mikrofon anstößt. Alter, ich müsste mal mein Mikrofon sauber machen. Alter, ist da eine Staubschicht drauf? Und Katzenhaare. Woher kommen die nur? Wer schmust denn ständig mit dem Mikro? Zum Glück habe ich keinen so mit Schaumstoff, ohne Mist. Zum Glück habe ich keins mit Schaumstoff. Warum guckst du jetzt so traurig? Das ist jetzt nicht so schlimm. Sonst guckst du nicht so traurig. Also ich scheiß sie zusammen und sie guckt nicht so traurig. Ach, dein Mikrofon, wo du nein miauzen kannst, ist weg. Ich habe ja den Mikrofonarm jetzt, das ist ja aktuell das zweite Mikrofon hinterm Bildschirm, damit es halt nicht so die ganze Zeit hier rum nervt. Mit dem Arm halt einfach weggedreht. Ich glaube, sie vermisst ihr Mikrofon. Für jemanden, der es nicht weiß, ja, meine Katze hat ins Mikrofon miaut.
Hatte ich sogar zwischenzeitlich mal im Stream mit drin. Aber ich hab's wieder raus, weil irgendwann ist es mir, hat's wegen Überhand genommen. Brauchst du noch ein Stück? Natürlich mit dem letzten Angriff, ich darf nicht einsammeln, dodge ich in die Blase rein. Hm, toll. Richtig schön. Ja. Hast du genug? Also, gut, dreimal kannst du es ja eh nur machen, gell? Ja, ich mach noch einmal. Ich gespuchte eine Gold. Und ich krieg hier die ganze Zeit nur lila. Ah, das ist blöd. So. Exo selten Gold. Wirklich selten. Ja, ich aber auch. Ich krieg irgendwie. Wobei ich das. Lila. Ich freue mich ja schon, wenn ich Lila krieg. Wobei ich tatsächlich eher lieber die kleine, die lilanen nehme. Zumindest kommt es mir so vor. Ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl da trügt oder nicht. Von den lilanen bekommst du ja dann meistens mehr, wenn du kein goldenes hast. Mhm. Oder von dem niedrigen Zeug bekommst du meistens mehr. Jetzt hast du eine Saccharose oder was weiß ich, die das Zeug umarbeitet, dann kommst du besser von weg. Ich habe so ein bisschen extra Schaden vergessen. Ich finde, du kommst dann besser weg. Tatsächlich. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Raiden geht es nicht so gut. Sehe ich doch nicht. Hier. Oh. Ja. Geht es auch so langsam. Ja, ich sag ja mal, wir brauchen immer so ein bisschen Healer trotzdem. Bis auf Ayaka, ja. Die kann relativ lange so überstehen. Also ich meine, mein Jan ist auch noch im grünen Bereich, aber halt noch. Jan kann auch nicht so viel einstecken. Tut ja kaum Verteidigung. Ich packe hier einfach mal ein paar Rettichsuppen rein. Wofür habe ich sie dann? Also ich würde rausgehen. Ja, mach doch. Und schauen. Aber willst du schauen, wie das Wetter draußen ist? Mhm. Sieht nicht schön, habe ich gehört. Ziemlich dunkel und kalt. Ja. Tatsächlich würde ich beides Harz rein verwurscheln, wenn es dich nicht stört. Und ich würde gerne die Artefaktfähre machen. Yes. Nochmal dieselbe? Ja. Bam, 120. Aber dann müssten wir kurz zu mir rüberhüpfen dann. Warum zu dir? Ja, weil dann musst du nicht raus. Ja, aber ich kann doch auch mit einsammeln. Ich kann jetzt noch einmal. Achso, du würdest jetzt einmal auffüllen. Ich hab's einmal auffüllt, ja. Ja, stimmt. Das würde ich jetzt auch schon was hören. Ich teste für dich Noelle schön durch, wie sie mit dem neuen Artefakt-Set ist. Ja. Haust du mich raus? Moment, ich bin gerade am Herstellen. Dann hau mich irgendwann raus, ich geh mal schnell pinkeln. Okay. So, ich schmeiß dich raus. Ich glaube, das hat jetzt gereicht, tatsächlich. Reisende da, zack. Yes. 4 von 4. Nice. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Da, 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 da. Danke. So, ich stehe natürlich wieder bei meiner Lieblings-Neko. Ach, die Delis kann ich auch direkt einsammeln. So. Ich schau mal, was ich dann vielleicht noch wegen mache. Vielleicht mache ich dann noch ein bisschen
Schatzkompass laufen, so für Inazuma die letzten paar Eckler? Mhm. Oder ich würde vielleicht, also, das sind wir schon fertig, das letzte Prozentchen im Drachengrad suchen. Nee, Quatsch, ich glaube, wir wechseln. Also, hast du noch was vor? Machst du heute länger oder was ist heute dein heutiger Plan? Nein, sie will Rache nehmen, ich gehe. Also, ich kann ja heute länger wach bleiben. Das ist schon mal schön. Aber ich habe nicht mehr so viel in Genshin tatsächlich vor. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir bei dir noch auf der Karte irgendwas suchen, irgendwas machen, irgendwie. Ich weiß nicht, was dein Plan ist. Ich bin planlos. Ja, das weiß ich, aber das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist ja immer so. Ich weiß zwar nicht. Elektro fehlt. Ja, komm, wegen Elektro fehlt. Pff. Den Bonus ist mir egal. Du gehst da jetzt bestimmt nicht mit Eule rein, oder? Soll ich? Hey, mir ist es wurscht. Ich carry dich schon. Ich carry dich schon. Ich kann Eulen mitnehmen. Was sind das überhaupt für Gegner? Hast du es jetzt schon vergessen? Das ist nicht mal eine Stunde her. Ja. Ich habe nur noch die Wasserblubbis vor meinen Augen. Fast. Es sind die Wölfe. Ah! Halt... Nein, nee. Nein! Nee. Ja. Vielleicht habe ich gerade gekleckert. Ich habe meine Dampfi aufgefüllt mit einer Hand und habe alles umgeschmissen dabei. Also mit Euler zu den Wolfis ist keine gute Idee. Nee, 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 nee. Die würde halt so oder so sterben, deswegen sage ich ja, ich carry dich schon. Die würde so oder so sterben. Ja, tut mir leid, Euler, aber es ist halt leider wahr. Ich nehme das Ei mit, das passt. Wer ist denn das jetzt? Eine Anfrage auf die Welt? Nilali? Nee, geht gerade nicht schlecht. Ich bin in der Fähre. Eieiei. Ich müsste meinen Schreibtisch schon wieder mal sauber machen. Überall Katzenhaare. Was weiß ich, dabei blase ich den ab und an mit Druck, also relativ oft mit Druckluft mal ab. Also eigentlich hat er ja empfohlen Elektro, aber ich habe mir gedacht, ich friere lieber ein. Hab ich schon zweimal E gemacht? Ich vergesse immer, wie oft ich E hab. Weil nach zweimal E ist Kokomi ihre Qualle wieder da. Noch nicht ganz. Der dauert immer so lang, weißt du? Ja. Der Boss. Ja. Braucht immer so ewig. Komm, jetzt geh kaputt. Der wird noch ein E von mir. 1 Minute 32. Zu lang. Ich hab's ganz genau gesehen. Da rollt eine Sayu. Die rollt weiterhin gegen den Baum. Jetzt wird's gut. Naja, zum Verwurscheln, hä? Oh, ich hab 2 Golden bekommen. Nice. Einfach so, mit Standard? Ja. Nice. Ja. Ich glaube, meine... Weiß ich auch nicht, wann das letzte Mal bei mir passiert ist. Bei mir das letzte Mal, als ich gedacht habe, ich habe Standard erst verwendet und habe das Angreifer genommen. Boah, guck mal, wie schön die auf einen Haufen stehen. Das war geil. Das war nice. Ich wünschte, das wäre noch beabsichtigt gewesen und ich könnte das immer. Dann wäre es natürlich besser.
Fight! Allow me! I'm out of here! Then incinerate! Whirling snow! Missable evidence! Mit in die richtige Richtung. Ja, ja, doch, ja, doch. Ja. Hold the line. Motion to compel. Whirling snow. Ich komme nicht ran. Doch, ein bisschen auf seine Schnauze kann ich hauen. Na komm. Machen wir Schluss. Gefühlt der Akku von meiner Dampf. Falsche Richtung. Warum ist es die Sphäre, wo ich immer in die falsche Richtung laufe? Ich weiß es nicht. Links-Rechts-Schwäche? Ja, die habe ich ja sowieso, das weißt du ja, aber. Warum immer bei der? Bei der und oben im Schneegebiet. Ich habe einen Kelch gekriegt, Kiki, für Noel, mit Verteidigung im Prozent. Ich glaube, Kiki nimmt gerade nicht an. Kiki! Ich habe geklickt. Kiki hat die Einladung abgelehnt. Ich mache nochmal. Hast du gehört? Ich habe nochmal einen Kelch gerade bekommen für Noel. Ja, ich habe gehört. Mit Verteidigung im Prozent. Was machst du? Was hast du gerade im Mund? Weil, au! Das heißt aber, warte, ich starte gleich. Noelle hat jetzt zwei Teile dann. Mit Verteidigung in Prozent, gell? Bei mir. Das heißt, sie skaliert doppelt. Also sie hat dann über 100% nochmal mehr Verteidigung obendrauf. Ich habe 1, 2, 3 Artefakte, wo Verteidigung Hauptset ist. Hat verstellt eine Stimme erhalten. Mach mal bitte. Habe ich gerade gesehen. Eicho, pass auf. Kiki. Ja. Da ist ein großer Schlüssel. Wenn wir auf den Schlüssel da drauf. Weiß nicht. Wenn wir den anpinkeln. Dann passiert hier was. Dann gehört uns die Fähre. Aber ich zeig dir jetzt mal, was passiert. Hier. Ja. Und. Das sind Wölfe. Die wollen erstmal natürlich die Territorium verteidigen, weil wir haben jetzt ihren Schlüssel angepinkelt. Aber müssen wir echt aufpassen. Die sind ein bisschen böse und so. Weil wer gibt schon freiwillig Territorium ab? Das letzte Mal habe ich aus Versehen einen Wolf angepinkelt. War auch nicht gut. War dann mein Wolf. Das ist so ähnlich wie die ungeschriebene Gesetz auf der Straße. Was? Oh Gott, mir fällt gerade nur auf Englisch ein. You lick it, you keep it. Wenn du es anlegst, ist es deins. So, pass auf. Pass auf. Warum ist eigentlich der große Wolf schon da? Hä? Warum fehlt meine Arme, Sayu, leben? Findest du die Stimme schlimm? Oder deine. Was? Deine Sayu. Warte, ich. Hier, guck mal, ich plätschere ein bisschen, dann geht hier wieder besser. Danke. Bitte. Mach ich gerne. Ich weiß nicht, ob Spyro das gerade feiert oder nicht, aber. Ich hab Smiley und er hat ein Lachsmiley. Wow. Er hat mir Aua gemacht. My apologies. Jo, halt ab. Wie lange habe ich da eigentlich als Zeit eingestellt? Ich weiß es nicht. Muss ich gucken? Guck mal. Weiß ich nicht. Ich muss schauen. Und die versammle ich ein und dann können wir den Punkt da anschauen. Sollen wir mal gucken. Verstell deine Stimme. Was habe ich denn da drin?
Ah, guck mal. Ich habe noch 2 Minuten. 2. Oh, eine Krone mit KT. Du kannst mich doch mal am Arsch lecken. Du Scheiße. Also jetzt immer, wenn er so eine Million macht, verstehe ich meine Stimme. Aber nicht immer so. Ich habe auch noch andere Stimmen. Das ist nur gerade die erste, die mir schon ein bisschen eingefallen. Meine Kokomi hat Autschi. Guck mal. No. No, die arme Kokomi. So, Gegner. So, guck mal. Kriegen wir die auch noch kaputt? Nee, warte, 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 warte. So. Sayu? Warum gehst ja. du? Ich hab einem Auto hier gesagt. Keine Lust mehr, ich bin müde. Muss ich schlafen, ist schon spät. Kurze Frage, gehe ich die Stimme nicht auf den Sack? Nein. No. Nicht? Nicht. Mit dir sowieso nicht. Warum geht das sowieso nicht? Ach, das ist einfach so. Das ist so gesetzt. Das so. Hier sowieso nie. So, pass auf. Der Wolf. Den frieren wir jetzt ein und den gibt es dann am Sonntag zum Braten, okay? Okay. Wolfsbraten. Mhm. Hab ich auch noch nicht. Der ist aber ein bisschen knöchrig. Der ist ein bisschen, der hat nicht so viel Fleisch. Ich spreche gerade mal für dich. Für mich wäre es auch schon zu wenig. Hm. So. 20 Sekunden noch. Ja. Darfst wieder normal reden? Ja, nee. Ich habe da einen Timer eingestellt. Aber ja, danke. Nochmal mit Verteidigung. Jetzt habe ich es schon gekriegt, Spiel. Jetzt brauche ich es nicht nochmal. Ich habe ja ein paar Stimmen auf Lager. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, das packe ich mal rein, so für 1000 Punkte. Spyro, du wirst eh genug Punkte haben. Ich habe da ja ein paar verschiedene Stimmen, es wird jetzt nicht immer die gleiche Stimme werden. Ja, so als kleine Erklärung hierfür. Spyro, du bist ja einer der Meckerer, der nichts mit Kanalpunkten und sowas ich hatte. Gefällt's dir denn, was ich jetzt habe? Ich komme mal zu dir, ich habe gerade eine E, wenn da so viele Gegner zusammenstehen. Und eine Q auch. Bitte in die richtige Richtung? Ja, halbwegs. Was ich ein bisschen rein habe. So. Au. Ich glaube, da war niemand. Ah, doch. Jetzt habe ich gedacht, ich habe die Q verkackt. Dabei hat sie sogar gepasst. Spyro redet wieder nicht mehr mit mir. Ich glaube, wir haben die Fähren, habe ich jetzt gerade. Mein Erlebnispass schreit gerade. Also, ja, das hatte ich schon mitbekommen. Die Fähren? Ich weiß nicht, was er gerade schreit, mein Erlebnispass. Keine Ahnung. Also, die Fähre habe ich erledigt, nachdem ich die Eulersphäre gefühlt zum 4. Mal gemacht habe. So einen Testlauf. Ach so, nee, Mora habe ich verbraucht. Ah, das hat geschrien. Ja, da war ich ja früher. Die Fähre habe ich auch schon fertig. Jetzt sehe ich das auch, das neue Dingens von Janfi mit diesem Stab. Mit der Wagstab. Ja. Also das sehe ich auch, wenn ich in Charaktere reingehe. Hm. Jetzt macht sie's gerade. jetzt macht sie's gerade. das hättest du jetzt sogar sehen können. Warum kriege ich denn ein Perlenkäfig mit Kyoshan? Ja gut, weniger als Pyro oder Elektro. Ja gut, das ist genauso Blödsinn. Du kriegst es, damit du was zum Verwursteln hast. Ja, tatsächlich bräuchte ich ein bisschen was zum Verwursteln. Weil du verlierst 2 Levels, wenn du einen 20er reinpackst.
Nick Mansky? Oder was sagt sie? Ich höre nichts. Ja, du hörst ja sowieso nichts. Du musst mal zum Ohrenarzt gehen. Can't touch me, sagt sie, ja, aber was ist Nick Mansky, was sie da noch sagt? Wer ist Nick Mansky? Wer sagt das denn überhaupt? Gern für oder Sayo? Sayo. Ja, ja, klar. Und I'm out of here, hat sie vorhin gesagt. Deswegen habe ich gesagt, nein, Sayo, verlass mich nicht. Komm mal, die Q wieder. Kriegst auch ein bisschen Leben. Da, 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 da. Er friert echt nicht lang ein. Aber hey, warum brauchen wir denn gerade so lang? Gibt's doch nicht. Ja. So, schauen wir mal. 1,29 Uhr geht. 1,29? Echt, hat sich gerade länger angefühlt. Ich habe kein Harz mehr, aber das, was mir bei Noelle gefehlt hat, jetzt dreimal gekriegt. Wobei ich gerade, warte mal, vielleicht nicht mal so sicher bin gerade. Talente? Ne, Artefakte? Oh, ne. Skaliert ihr Angriff auch mit ihrer Verteidigung? Nur bei der Q, gell? Ja. Okay, dann packe ich hier halt nochmal ein Verteidigungsprozentteil drauf, oder? Ja. Dann hat sie 150% Angriff. Verteidigung. Wobei ich Angst habe, dass sie dann, wenn sie ihre Q nicht hat, kein Schaden macht. Weißt du? Ich lasse es mal. Nee, ich sag mal, ein bisschen Angriff sollst du schon haben. Lass uns mal. So. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihre Artefakte jetzt einfach trotzdem hochziehe, weil, weiß nicht, gefühlt fehlt mir bei Kokomi halt immer noch eins. Und das, was ich bekommen habe, ist beides Blödsinn. KT und Hydro- und Kryo-Schaden, weißt du? Also jeden Blödsinn muss ich nicht draufpacken. Ja, das stimmt. Warum waren das gerade so viele Levels? Und so viele Punkte? Egal. Aber eins davon habe ich ja sogar schon auf 20 gezogen. Ich muss halt die 20er aufhören, damit die Levels nicht in der Luft verspringen, weißt du? I only wish life could be as leisurely as this a little more often. Also das muss ich jetzt sowieso hochziehen, so. Schauen wir mal. A blade embraces its duty. As a jeweler cherishes their. Ich habe kein Harz mehr und eigentlich könnte ich trotzdem schon wieder weitermachen mit ihr. Müsste ich immer noch Artefakte jagen. Also ich glaube, es wird morgen in Artefaktejagd bei mir wieder enden für mein Harz. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe halt mal wieder unglaubliches Glück, weißt du? Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Mir fehlt jetzt, ich glaube, nur der Kelch, oder? Nee, ich guck mal kurz, was mir fehlt. Nicht, dass ich es bekomme und mir denke, wo ist das? Oder ich hab's gar nicht und freue mich gar nicht. Wie heißt das? Wappengetränk Schicksal? Nee, das ist das. Schale der üppigen Träume, das ist das andere? Nee. Meeresmuschel. Blume habe ich, Feder habe ich. Ah, eine Uhr fehlt mir. Eine Uhr. Oh, warte mal. Achso, Heilungsbonus, genau, aber der hat nochmal Heilungsbonus. Okay.
Was machen wir zwei Hübschen jetzt ein bisschen? Wie viel Verteidigung hatten jetzt deine neuen Artefakte mäßig? Da steht es doch irgendwie in der Info. Also artefakttechnisch hat sie den Gladiator-Helm mit 58% Verteidigung in Prozent. Dann hat sie den die Kali-Blasse des Erwachens, das ist der Kelch, mit 53,3. Weil wenn du auf Artefakte gehst und dann ganz oben rechts, da steht doch so maximal LP, Angriffverteidigung. Auf Artefakte? Ja, aber nicht auf das einzelne Artefakt, sondern du gehst links Artefakte und dann rechts oben ist da so eine Tabelle. Details der Artefakte. Achso, das ist nur der Artefakte, wusste ich nicht. Plus 6600 Lebenspunkte, plus 800 Angriff, plus 1141 Verteidigung. Oha, du hast mehr Verteidigung als ich. Ja gut, aber das liegt daran, ich habe zwei Artefakte gerade nur auf Verteidigung. Und zuvor hatte ich eins. Jetzt hat sie zwei. Ich hab alles auf Verteidigung. Was? Also bis auf ein Artefakt, was halt plus 39 Verteidigung hat. Blume hat Verteidigung. Also Kelch hat Verteidigung. Aber ich habe mein Main-Stat, mein Main-Stat oben in vom Helm ist zum Beispiel plus 58,3% Verteidigung. Und das ist ja da schon mal die Hälfte. Und jetzt die Blüte. Gut, die ist jetzt nur auf 17, nicht die Blüte, der Kelch, meine ich. Achso, hast du schon alles auf 20 oder was? Nee, auf 18. Alles? Ja. Achso, ja, okay. Wie viel Verteidigung hast denn du? In dem Ding 978. Ja, es ist jetzt nicht so viel Verteidigung, habe ich jetzt nicht mehr für sie. Aber ich hab zwei Artefakte auf 20. Ja, sie hat eins auf 20, das hat sie behalten. Ja, genau, das habe ich auch behalten und eins habe ich auf 20 hochgezogen. So this is a day in the life. Ich habe ihre alten 20er halt reingepackt und damit geht's gar gleich auf 18. Also, das wollte ich jetzt nicht. Ja, sie ist nicht meine Main, also bei ihr oder halt nicht mit in meinen Mains drin, deswegen ist es ja egal bei ihr. Ich habe keine Ahnung, wann wieder ein Charakter kommt mit Schild, basierend und deswegen wollte ich das jetzt mal lassen. Alles gut. Was haben wir jetzt eigentlich die Woche noch irgendwas zu tun? Ah, Wolf. Ja, jetzt habe ich kein Harz mehr. Du bist gut. Ich habe doch auch kein Harz mehr. Das ist mir jetzt halt gerade eingefallen. Ja, der kostet halt 60. Bis 60 voll ist, es dauert ein bisschen, weißt du? Ein bisschen. Ja, warte mal, ich will mal kurz gucken. Vielleicht können wir den Drachen gerade zusammen machen, den Stuff davon. Okay. Aber mal gucken. Was für ein Stuff? Was willst du beim Drachengrad? Nani! Ach so, das hast du ja noch nicht. Du hast die Story ja noch nicht durch. Ich habe die noch nicht mal angefangen. Ja, bei mir hat es Zeug freigeschalten. Ja, hier ist ich habe hier jetzt eine Zeituhr mit Sprintrennen. Aktiviere die Vorrichtung, um spezielle Gewandheitstraining zu starten. Sobald das Training begonnen hat, folgst du den Anweisungen, um die Strecke zu befahren. Verschiedene Segen, Münzen. Okay. Also hier habe ich eine Sanduhr. Ja, das sehe ich. Ach, im Mehrspielermodus nicht verfügbar. Ja, das ist die Herausforderung. Okay. Warte mal, das ist nicht verfügbar? Ich guck mal schnell ans andere. Vielleicht können wir ja irgendwas zusammen machen. Aber ich glaube es tatsächlich nicht. Da unten wäre die Prügelquest. Schlägereien konnte man bis jetzt immer zusammen machen. Und einen Schneemann kannst du hier unten aufbauen. Habe ich aber auch noch nichts. Schneemann? Ja. Während des Spezialtrainings auf dem Rang kannst du verschiedene Schneemann-Komponenten erhalten. Hier kann ich einen Schneemann aufbauen. Ich sehe es nicht. Ich habe aber noch nichts. Ja, guck mal, mein Schneemann. Ein Schneemann? Dicke Bauch und die Beine sind schon. Seit wann hat ein Schneemann Beine? So, und hier unten ist die Kampfherausforderung. Lagerkampftraining, das ist schön, dass es mittendrin losgeht, während ich in der Luft bin. Aber ich finde die Trage tief vorne einen Quarz. Was soll ich? Einen Quarz? Hier, guck mal, hier ist Quarz. Ja, was soll ich da drauf? Weiß ich nicht. Nee. Ich hab's jetzt auch nicht. Ah, den kannst du hier aktivieren, guck mal. Mit so einem Quarz draufhauen, dann ist es feurig. Hab ich gemacht. Da ist noch eins.
Also eins vorher auch mal noch. Wir haben drei. Wir haben immer drei. Alle guten Dinge sind immer neun. Ja, jetzt habe ich alles an. So, und jetzt kannst du es, glaube ich, starten, oder? Ja. Das ist natürlich gut. Ich habe kein Feuer dabei. Ja, das, ich habe... Würdest du bitte? Ja, ich bin dabei. Danke. Ich schmeiß meine Q trotzdem mal rein. Natürlich in die falsche Richtung. Och. Wofür bist du überhaupt da? Ah ja, komm. Nicht mal zielen kannst du. Bist du wieder betrunken? Eigentlich wäre es aber klar gewesen, dass... Ah, guck mal, das sind dann Quarzsplitter. Aber das geht im Multiplayer tatsächlich. Übernimmst du den Schleim? Welchen Schleim? Ja, okay. Den hast du schon kaputt gemacht nebenbei. Oder? Ich übernehme so nebenbei. Herausforderung abgeschlossen. Yay. Lass mich mal kurz gucken. Jetzt? Weiß ich nicht. Ich gucke ja selber erst. Das war eins von zwei. Kann ich jetzt einsammeln. Ich habe einen Schneemannkopf. Allgemeines Glück. Guck mal, dein Lächeln. Habe ich bekommen. Und jetzt hat die zweite Kampfherausforderung. Wollen wir das lieber zusammen machen? Take flight. Weil, also wenn du deine Story durch hast, dann am Sonntag. Mhm. Weil, dann ist schon das blöd. Ja, aber, achso, ich dachte, wir machen jetzt deine Dinge weiter. Ich habe gedacht, wir machen deine Dinge, wir machen es gemeinsam, dann müssen wir sie nicht doppelt verprügeln. Am Sonntag dann. Ja, wenn du spielst. Okay, dass man da nicht doppelt verprügeln muss. Ich denke, man muss doppelt verprügeln. Können wir ja sehen, wenn du deine Story durch hast, wenn du schon eins hast. Und ansonsten verprügeln wir es ja sonntags. Hm. Okay, ich jetzt bloß gesagt, wir haben jetzt ganz bisschen nichts anderes zu tun. Ja, du. Das stimmt. Also, wir können noch mal schauen, ob das Pferdenlesentraining geht. Wobei, du hast bestimmt was zu tun. Wie hoch ist dein Drachengrad? 99%? Oh. Wir sind schon bei dir auf der Karte, oder? Nee, wir sind bei mir auf der Karte. Ich hab mir gedacht, wann hast du so viel auf 100? Drachengrad ist bei mir auf 100%. Echt? Ja, das ist jetzt schon das fünfte Mal, wo ich dir das sagen könnte. Jedes Mal, du sagst, echt? Wie? Ich sehe eine Welt, das ist jetzt auch genau das fünfte Mal. Mir fehlt halt, weißt du... Ja, das wollte ich selber reden. Mir fehlen halt nur Ausgrabungsstellen und ich finde sie nicht. Das ist ja mein Problem. Und von immer auf die interaktive Karte gehen ist halt auch blöd, weißt du? Ich könnte halt echt jeden Tag dir sagen, du, ich habe übrigens Drang gerade auf 100%, jeden Tag die neue Reaktion. Echt? Ja, dann da, hier, komm, such mal die Ausgrabungsstellen für mich. Ich habe keinen Plan, wie ich auf die 100% gekommen bin. Aber falls es dich tröstet, deine Bischu-Ebene, die du mit 100% hast, habe ich gefühlt nur 80 oder so. Wo ist die Bischu-Ebene? Ach, die. Oh, die war gemein, da waren so oft Druckplatten in irgendwelchen Büschen versteckt oder sonst irgendwas, das war echt Mobbing. Das war echt Mobbing. Mhm. Aber genauso wie bei Minlin, gell? Da gibt's auch eine Sache. Weißt du, da habe ich 2 Tage nach dem letzten Prozentpunkt gesucht. Mhm. Naja, mir fehlt ja eigentlich nur noch Watasumi, Serai und Tsurumi. Die drei, sagen wir mal, drei neuen Gebiete. Die sind ja jetzt auch schon ein paar Tage alt. Aber ich habe noch keine Lust gefunden für Watasumi. Irgendwie. Also sind wir bei mir auf der Karte. Ja, ich weiß nicht, wollen wir es verprügeln, weitermachen oder hast Mir ist egal, Hauptsache wir machen was. Oh, das war putzig. Hauptsache wir machen was. Rumstehen ist doch auch was. Nee, das ist langweilig. Irgendwie wollt's jetzt nicht mehr. Okay, einmal muss ich dringend mal die Truppe wechseln. Und zwar, du hast zwar Feuer, aber ich würde mit Raiden rein. Hey, hi, Chung. Du hast noch eins? Ja, so hier auch. Ich hätte noch ein Ding. Ich hätte nämlich noch ein Erz bei mir. Ah, da. Zack. Ich suche jetzt noch ein Erz.
Da vorne. Ja. Achso, das so. Ende von wäre auch gewesen. So. Scan. Da. Da vorne wäre auch gewesen. Achso, ja, das habe ich nicht gesehen. Dezent näher. Aber das Eis. Ich traue mich nicht auf Eis. Raiden könnte. Hat der Auti. Oh ja, nicht alles gut. So. Ich könnte natürlich mit Yoimiya wieder weitermachen. Aber Yoimiya, du hast Feuer dabei. Das supporte ich lieber. Mit Elektro noch oben drauf. Außerdem ist Yoimiya so. Die guckst du schief an und sie stirbt fast. Leider. Da wäre ein Fatui-Magier. So ein Eisjäger. Nee, warte, das sind nicht die Fatui, oder? Ich bin eingefroren! Sind das die Fatui? Wer war das? Das war so ein Eismagier einfach. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Wie hießen die nochmal? Wann ist dort? Nee, Fatui sind die anderen. Ich weiß es nicht mehr. Also ein Gegner war da. Ah, nee, okay, weiter geht nicht. Der Rest ist erst an einem Tag verfügbar. Ah, okay. Fährtenlesentraining. Aha. Wollen wir Fährtenlesentraining machen? Jo. Dann müssen wir mal wohin porten und da muss ich tatsächlich dann trotzdem auf Yoimiya wechseln, leider. Wir erfahren Dinge über Albedo. In dieser Story, die ist cool, irgendwie. Ich bin ganz. Also, das ist eine der wenigen Stories, wo ich gespannt bin, wie es weitergeht, von der Story her. Nicht von dem, ich will weiter was machen. Mhm. Euler, sag mal. Fühlst du dich eigentlich hier zu Hause? So kalt wie dein Herz ist. Ja. Nee, Euler ist, glaube ich, eine echte Liebe. Mhm. Ja, du musst es mir nicht erklären, während ich schon drauf ziele, Spiel. Jetzt sehe ich gerade mal keinen mehr. Hier. Soll ich auch draufhauen, oder? Ja, hau doch drauf. Oder beeinflusst du dich das? Nö. Figuren, okay. Sehr schön. Mir fehlt noch ein Icy-Dingsy. Ein Eiszapfen, wo ist er? Hier ist ein Gegner, hier ist ein Gegner, hier ist aber kein Eiszapfen. Also kein Schmelz. Ah, da hab ihn. Oh, ich glaube, die wollen Stress. Guck mal, die suchen Stress. Siehst du das? Die suchen Stress. Ich finde es schade, dass mein Feuer dich nicht auftut. Es reicht schon, dass dein Feuer mich immer anzündet und mir Schaden macht oder überladen macht oder was weiß ich alles. Das reicht mir schon. Na! Ich gebe euch mal einen Tipp. Hast du Kiki dabei, brauchst du keine Feinde mehr. Das war Fährtenlesen, gell? Sollen wir den Gegner davon noch machen? Warte mal, ich lass mich mal kurz auf die Karte schauen und das Feuer hier anmachen, ob vielleicht das eine neue Position gekriegt hat. Ja, da können wir weitermachen. Rätsel am Flussufer. Geht weiter. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Fährten lesen. Ach, das ist auch so eins von zwei. Okay, und das nur das Rennen ist auf Punktzahl. Okay. Ich hab noch einen Kopf. Ist das ein zweiteiliger Schneemann oder was ist das? Brauchen wir keinen dicken Bauch? Kommst du? Ich komme. Da.
Ich finde, den Baum ist echt schön. Pixel Xelix hat... Xelix hat gesagt, ich soll meine Stimme verstehen. Er hat 100 Punkte dafür ausgegeben. Hallo Xelix. Hallo Xelix, willkommen am Stream. Schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich hab dich ja schon fast vermisst. Hallo ihr beiden Hübschen, schreibt er. Also ein Hallo an Kiki. Weil du liest ja nicht mit. Oh, da ist gerade ein Eber rausgekommen. Hoffe, es hat gemundet. Es hat gemundet. Es hat sehr gemundet. Was hat denn gemundet? Ach stimmt, du hast ja von was gegessen, gell? Ja. Schau mal, ich bin so alt und vergesslich. Ich vergesse schon wieder alles. Ich brauche hier... Ah, schau mal. Wir kommen mit unserem Feuer hier rein und schmelzen erstmal das ganze Eis. Ein Eisblock fehlt uns aber noch. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Der letzte Eisblock. Ich finde den Eisblock seiner Zeit. Ja, ich habe ihn gefunden. Hier ist er. Wer sich wohl da drin befinden wird? Ein Eber. Oh, da ist so ein Wildschwein-Dingens. Ja, den habe ich jetzt abgeschossen. Der war im Eisblock. Sehr schön. Da kam vorhin auch einer aus dem Eisblock raus. Yay, Fleisch ist immer schön. Es ist aber noch etwas eingefroren. Es kaut sich so schlecht. Hast du zufällig eine Pfanne dabei? Immer noch. Schau mal, der Hinluch hat sich hat mich erinnert an meine letzte Ex-Freundin. Mit Betonschuhen im Wasser ertrunken. Ich meine. Das tat geflogen. Aber ich bin gleich ganze 5 Meter geflogen. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch damit alles fertig. Lass mich mal kurz gucken. Ja, das war Nummer 2. Ich habe jetzt schon 480 Punkte. Okay, dampfen, das geht nicht. Ich habe jetzt schon 480 Punkte. Was mache ich denn damit? Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Ich glaube, ich weiß, was ich mir hiermit kaufe. Bam. Ich habe gehört, oh, das war sogar ziemlich günstig. Ich habe mir eine Niere gekauft. Auf dem Schwarzmarkt. Nein, ich habe mir die Sternplatten gekauft. Damit ich Euler ihr Schwert nochmal hochziehen kann. Und ich ziehe nochmal beim Banner. Schon wieder, Bennett. Bennett. Ich hab dich zwar wirklich gern, mein Freund. Aber diese Freundschaft, die wir haben, nennen wir es einmal Freundschaft, die uns verbindet, beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Oha. Siehst du diese Klippe da vorne? Hier. Ich würde dich runtertreten. Einfach so, weil ich es kann. So. Ja, was machen wir jetzt? Wen versenken wir nun? Ich möchte kurz mal auf Euler ihr Schwert schauen. Ich habe nicht gerade Dinge gekauft. Bam, und schon kann es auf 50. Du kannst die Punkte gegen noch einmal ziehen eintauschen von Bennett. Ja. Ich habe ihn doch schon voll, den guten Bennett. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber ja, weiß ich. Schau hier mal kurz dahin. So. Ich bin ja schon mal froh, dass die gute Kiki endlich ihre Eule hat. Ja. Freut mich sehr. Bin ich auch sehr froh. Auch wenn mir Euler gerade die Ohren voll quatscht. Ich hör's nicht. Glückwunsch, Kiki, zum Euler-Club. Yay! Sagen Sie mir es mal so: Sie hat sie heute nicht gezogen. Was habe ich dir gezogen? 2-mal Rosaria, eine Noelle und eine Euler. Genau. Aber, danke. Bitte, aber, junge Dame,
Ich mache dir jetzt ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja. Es wird jetzt in diesem Event sehr viel Sternstaub geben. Mhm. Würdest du das denn weiter in das Banner für Euler reinwerfen? Ja. Vielleicht hast du ja Glück und bekommst Euler. Noch höher und noch öfter. Oder so wie ich. Zweimal in einem Rutsch. Zweimal habe ich sie gezogen. Ja, nice. Ich würde lieber versuchen, das Schwert zu bekommen. Ja, wir haben ein cooles Schwert für Euler. So ein halbwegs passendes. Weil du baust sie auf physischen Schaden auf und es ist ein physischer Schadensbonus-Schwert. Ja. Deswegen, ja. Ja. Passt. Wir haben das Gute vom Schneegebiet. Ich muss jetzt mal echt meine richtige rauchen. Weil die Stimme geht auf den Hals. Glaube ich. Ich konnte es mal noch kratziger, aber das wollte ich jetzt nicht machen, weil wenn du dann viel mit der Stimme redest, dann tut es auf Dauer doch ein bisschen weh im Hals. They're very cute. So. Ich will aber endlich mal Kekwin. Ich werde auch die ganze Zeit ins Banner reinziehen. Wenn ich Euler nochmal ziehe oder sonst irgendwas. Im Grunde sollte ich es aber nicht tun, weil ich Rosaria und Bennett beide voll habe. Aber tatsächlich will ich Kekwin. Mit dem Standardbanner habe ich zu schlechte Chancen. Gefühlt, weißt du? Mhm. Oder wir ziehen nochmal Jean. Jean haben wir ja auch. Oder so. Die gute Jean. Gute Euler. Hätte ich vielleicht nicht gedacht. Vor allem, ich habe Jean, Euler. Ich weiß nicht, wie oft habe ich gepult? 50 Mal vielleicht? Hab Euler zweimal und Jean. Wie würde Xelix sagen? Ich mit meinem Lack-Account. Mhm. Was wollte ich jetzt eigentlich machen hier gerade im Inventar? Kannst du mir das mal kurz sagen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich hab's vergessen. Hm. Pass auf. Ich könnte jetzt eigentlich nur noch das Sprintrennen machen, tatsächlich, für die Day, für das Event. Ja. Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. Mark my words. Euler klingt immer so bedrohlich. Auch wenn sie mir gerade was beibringen will. Also wenn wir noch ein paar Minütchen übrig hätten, nämlich könnte ich nochmal irgendwie nochmal eine Serie machen, weil ich 17 Hearts habe. Ich habe auch 17. Soll ich dich mal kurz rauswerfen? Dann kannst du deinen Auftrag weitermachen. Stimmt, wir haben ja noch die ganzen Dinger. Die Aufträge. Mhm. Die haben wir ja auch noch alle. Ja. Die Legendenaufträge. Ich habe bei Baido irgendwie die Fragen falsch beantwortet. Liegt bestimmt nicht daran, weil ich nicht zugehört habe. Muss ich die zerstören, die Dinger, oder? Ich glaube, ich muss nicht alle zerstören. Achso, ich kann einfach durchlaufen. Wir spielen Super Mario anscheinend. Aber wäre das nicht schneller mit ihr? Ja. Rayaka kann das genauso gut.
Herausforderung bestanden. 34.000 Punkte. Ist es jetzt gut? Ich habe es in Gold herausgeschafft. Also ich glaube, das ist gut, oder? Herausforderung beenden. Jetzt ist hier kein Feuer mehr. Ist es jetzt gut? 34.000 Punkte? Okay, 30.000 ist Gold. Ich habe 34. Okay, ich glaube, das ist gut. Das andere gibt's erst in den Tag. Oh, schade. Bin durch mit dem Event. Ging schneller als erwartet. Aber das kann man nochmal machen. Okay, ich stelle mich mal kurz im Mondstadt ab. So. Stimme verstellen würde ich mal fast sagen, wird ziemlich gefeiert. So. Oder halt am meisten gemocht. Kann das sein? Mhm. So. Aber blöd ist, dass ich die einzeln dann immer abschließen muss. Gut. Ich muss schon wieder pinkeln, das gibt's doch nicht. So viel trinke ich doch gar nicht. Alter. Ich mache jetzt einen Knoten rein. So. So, irgendwas war da vorne mit dem Schneemann. Ich gehe mal zum Schneemann. Ich finde mal was über den Schneemann raus. Irgendwas habe ich ja hier gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. War das hier? Geboren im Schnee. Genau, Einsatztruppe. Hier, während du kann Schneemann-Komponenten einsammeln. Das heißt einfach nur Schneemann 1. Zwillingsschneemann. Und ich kann dir ich kann Komponenten schenken. Oh, das ist cool. Die Spiegeleier schauen so falsch aus. Ohne Scheiß, wenn du vorbei scrollst, das schaut so falsch aus. Okay. Ich mach mal. Nein, Stevens, du bekommst keine Hilfe. So, ich baue jetzt einen Schneemann. Kopf. Snow that once adorned the world in silver thaws to reveal the gleam of the fruit upon frostly. Er schaut gruselig aus. How picturesque. Machen wir den da. Some tea would make the setting more complete. Arme. Ein Eimerhut oder ein Hut? Ein Eimerhut. Schal habe ich nur einen. Augen. Besser. Machen wir den da. Oh, der ist schön. Ich hab einen Schneemann. Willst du mal gucken? Ja. Muss in den Stream gehen. Oder soll ich es schnell zeigen, so? Ich zeig's dir schnell in Discord. Weil ich netter bin. Da. Guck mal, ich hab einen Schneemann. Ja, wie süß. Der ist süß. Der ist echt putzig. Mit allen Komponenten, die ich schon habe. Und ich kann dir Komponenten schenken und sowas. Bringt eine Belohnung. Jetzt habe ich ein Schwert in Lila. Oh, nice. Position des publiken Schneemanns. Ach, das ist das. Hier haben wir ja. Jetzt lass mich raten, dass man das Alka hast, ist hundertprozentig zum Verfeinern von dem Schwert. Bin mir ziemlich sicher. Zinnoberspindel. Muss mal gucken, was ist das für ein Schwert? Hier. Verteidigung. Ein Einhandschwert mit Verteidigung. Oder ist es ein Einhandschwert? Einhandschwert, Einhänder, ja. Skaliert Albedo nicht auch mit Verteidigung? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht. Wer skaliert denn als Einhänder mit Verteidigung? Ja, ich habe ihn auch nicht. Baue
ein Schneemann. Hey. Erlebnispassstufe 7. Finde ich aber schön, zu anfangen zu Winterzeit, dass das kommt. So, Kaya. Wo bist du? Du bist hier. Dich wollen wir auch noch hochziehen. Hopp. So, flop. Okay. Mietz, stehst du mal kurz auf? Ich muss ganz schnell. Mietz, mal hopp. Ich muss mal kurz trotzdem auf die Toilette rennen hier. Bin gleich wieder da. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Oh, it's so cold. If only I could get a bowl of hot soup. So, da bin ich wieder. Was machen wir jetzt noch ein bisschen? Du machst eine Legende, gell? Ja. Ja, mache ich auch noch eine Legende. Ich finde, die sind immer so halbwegs ganz gut, um ein bisschen Zeit zu überprüfen, zu überbrücken. Mhm. Stand unter der Krux. Ich, was ich schon mal schön finde, ist, man kann sich zur Krux jetzt teleportieren. Oh ja. Stell dir mal vor, du müsstest für die Story jedes Mal den Berg raufklettern und dahin gehen. Jedes Mal. Dann wäre es eine Story echt, die ich nicht machen würde. So, das kennen wir schon, das gibt man erstmal ein bisschen. Captain's got quite the eye for people. Du weißt, ich bin kletterfaul. I've heard that they tell. Ja. Hey. I was worried. So, wir machen mal alles ein bisschen anders. Oh. Captain. Yeah, come on. Oh, he's on board. Yeah. All right. So it goes without no doubt about that. Then again, so should a hero. Oh, if that. Right. Remember, isn't that why every. Yes. I guess I almost forgot. Just be. I'm glad you came. Welcome back aboard. Hey, don't mention. I can't go getting as the head of the. But then ich muss again, there's excitement to. Oh, is that since you're in? I'm curious to see if you'll take the sea by storm in the same way you have on land. Good. Come with. So. Und jetzt sprich mit Baidu. Erlebe die Matrosenausbildung. Wo muss ich da hin? Ich will Matrose werden hier. Ich bin mein eigenes Schiff, hab Eierkarte dabei. Breaking in the newcomers, but I think we can. After this, the new crew members will be arranged into two teams for more specialized training, according to their own aptitudes and the needs of the fleet. One team will learn comprehensive survival skills, including maritime emergency rescue, marine meteorology, psychological counseling, and so on. They will serve as the support team for the fleet, ensuring safe navigation. That's why we call them the Shield of the Crux. Augen der Krux. The vision of the Crux. Oh, we don't have that many visions, kid. As one might expect, we call the other team the Spear of the Crux, because they'll be learning about naval warfare. They'll make up the armed portion of our crew. Also, they're responsible for handling the fleet's cargo deals. So, what do you think? Which team is for you? Wo hast du Interesse? Schilde der Krux. As I expected, you have a will to protect others. There are two main subjects that the Shield of the Crux focuses on: survival knowledge and entertainment. As I was saying earlier, survival knowledge includes prevention of injuries and diseases at sea, navigation and cartography, basic meteorology, etc. You can go learn about these skills from Yinxing, Huixing, and Liushi. They're all seasoned hands in their respective fields. Hello, Xings. Ich dachte, diese Sachen bei dir zu lernen passt auch. Gibt es leider. Each sailor has their own strengths and weaknesses. I'm no rookie, of course, but you shouldn't underestimate the knowledge of the crew. If there's anything I'm most proud of in the fleet, it's my people.
Go and get to work. I'll have some questions to test you later. I look forward to seeing how you do. Ach, in die Richtung. Lernt ein oder zwei Dinge. Eine Schiffsärztin. Hello, traveler. I'm Yinqing, the Crux's surgeon at sea. Whenever a sailor has a health problem, they come to me. I deal with it all. From seasickness and common colds to amputations and everything in between. Unwohlsein, Amputationen, ich mache hier alles. That escalated quickly. Ich würde gerne mehr Verletzungen auf See erfahren. I presume the captain arranged this, correct? All right then, let's begin. First of all, let me ask you this. What do you think is the biggest danger that all new crew members face? Was ist das Gefährlichste auf See für Neulinge? Seekrankheit. That can certainly be a problem at sea, but it's not the biggest danger. The most dangerous thing for a newcomer is to underestimate the dangers of life at sea. Ich konnte ja gar nicht richtig liegen. I have seen many new crew members who see themselves as young and fighting. Ich habe jetzt zum zweiten Mal einfach quer durch. Also, pass auf, was die dir alle erzählen, ne? Weil später fragt dich Baidu und testet dich ab. Ich habe jetzt zwei Fragen richtig beantwortet. Immerhin. Anscheinend hatte ich davor keine einzige. Aber hey, dafür habe ich ein Ende bekommen. Is a brutal job in an unforgiving environment. Die ist anscheinend mit zwei richtigen Antworten auch schon zufrieden. Das freut mich. Pass auf, was er dir sagt. Während sie sagt, Kiki quatscht mich zu. Hey, alles gut. Krieg ich schon mit. To make things worse, the lack of medication and treatment options at sea can result in even minor health problems becoming serious or even fatal. Oh, you probably thought I was joking, right? Well, that's not surprising. Most newcomers think the same way. But hopefully you now realize that with a little extra precaution, a lot of these things can be avoided. Well, I think that's enough for you hey, to Julie. Think over for now. Is there anything else you would like to know? Vielen Dank. My pleasure. Okay, let's leave it there then. Be sure to take good care of your health. Ich kann auch Amputationen mit dem Schwert. Soll ich dir mal helfen bei, wenn du mal Hilfe brauchst? Ich... Helf dir gern. Wo ist der jetzt? Da. Da oben. Da, 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 da. Da. Baidu frickt mich aus. Also muss ich es rein theoretisch einmal falsch machen und einmal richtig machen, ja? Sorry about earlier, Traveler. We were so caught up on getting you to join the fleet that we didn't notice we were going a little overboard. Good thing the captain stepped in. Kein Problem, ich möchte über Meereskarten lernen. Well, in that case, you have come to the right person. I'm not just blowing smoke. You're looking at the most talented navigator in Liyue Harbor. Ja, das Problem ist, wenn ich auf See bin, ich finde immer die Sextanten nicht. I'll start by introducing some chart reading essentials for new sailors. Komm, den Witz, der ist ein bisschen deeper, aber den muss man verstehen können. What to look for when you get a set of complicated charts. First, you should always look at any indicated shorelines. Islands or reefs, water depths, hydrological conditions, and other hazards. Der Sextant oder den Sextanten ist so schaut aus so wie ein Zirkel, damit berechnest du die Route. Und ich habe gesagt, ich finde immer die Sextanten nicht. So. With these features in mind, you can answer the basic question of, can I chart a safe course through this area? Visually, nautical charts are a little unique. Unlike land maps, most charts do not have a fixed scale, which means that it can be hard to precisely determine the exact distance between two points. The most advanced nautical charts come with a supplementary chart, which has different colored lines marked on it to indicate distances. It's worth mentioning that under my direction, the Crux is using these advanced kinds of charts. Some cartographers mark out other points of interest on their charts, usually with their own special symbols. If they don't leave any accompanying notes, they can be very difficult to interpret. Wie die Karte, die letzten Navigator hinterlassen hat. Ich verstehe nix, was sie mir gesagt hat, weil ich null aufgepasst habe. Das kenne ich sehr gut. From all over the place. To be honest, it can be quite a challenge, even for me. Some of these charts are really old and have symbols that I've never seen before.
But if we don't decipher them, we will alles wird bei dir, Julie. Many secrets of the sea. Fortunately, we have the captain with us. She managed to find some ancient books on semiotics that I can use to study the charts further. I don't think anyone other than our captain can manage to get these kinds of resources. Old charts and ancient books on semiotics are not the kinds of things that are sold in your average marketplace. Oops, I've gotten off topic. Well, that just about covers the basics of chart reading. Is there anything else you would like to know, Traveler? Mit den Zeichen auf solchen Karten? Ich habe keine Fragen mehr, danke. A friend of Captain Beto is a friend of mine. Ich habe null aufgepasst, tut mir leid. Ich habe null aufgepasst. Hast du alles falsch? Nee, ich habe jetzt schon alles vergessen und ich habe gerade mit ihr geredet erst. Wo ist denn eigentlich die dritte Person? Ist sie da, wo ich gerade denke, dass sie ist? Auf Mast oder was? Ja, genau. Ja, genau. Nein. Oh, doch. Viel Spaß. Ich hasse Klettern. Schupp. Kann der nicht runterkommen? Yoimiya schießt einfach ein Feuerwerk rauf, dann ist er unten. Geht doch voll einfach. Oh, nein! Krox, ein Bug-User. Vielleicht bin ich den Mast runtergefallen. Vielleicht. Vielleicht habe ich keinen Schaden gekriegt, weil ich auf einer schrägen Kante gelandet bin. Katze. Miet! Komm mal her. Du wirst gebeten. Komm mal her, Miet. Miet, komm her. Sie mautzt mich nur an und sitzt auf der Playstation rum. Komm her. Komm her. Komm her. Da will ich jemand sehen. Ja, komm halt her. Ja. Ja. Jo. Ich doch Zuneigung, ich kenn dich doch. Oh, ja. Dann geh wieder. Wie kommt man nochmal den Masten auf? Nicht so. Nein. Wie ist man denn nochmal den Mast drauf gekommen? Von der anderen Seite, gell? So. Ah, der Kerl. Hello, Traveler. Are you here to learn about marine meteorology? Himmelsbeobachtung. Kannst du das auch nicht vom Boden aus machen? In my line of work, I've got to have a pair of sharp eyes. I saw the captain showing you around the training grounds, and then you went to see Yingxing and Huixing. So I figured that she probably wants you to get to know the life of a crew member. By the way, okay, let's get started. First, I'll introduce you to the basics of meteorology. Marine meteorology basically means keeping tabs on the weather as well as other ocean phenomena, so things like sea fog, storm surges, water spouts, and so on. These are all potential threats to safe navigation. Luckily, whatever weather might be coming up, there's always some kind of sign that gives it away in advance. Take water spouts, for example. They're caused by high-speed rotating winds on the surface of the ocean. They can engulf large ships and do immense damage. But if you know that water spouts can only form in an environment with high temperature, high humidity, and large clouds, then you can be well prepared. You will be even more alert if you also know that the presence of winds blowing in opposite directions, with a significant difference in speed, is a direct precursor to the formation of water spouts. And most importantly, if you spot a small white vortex emerging from the clouds, you should immediately notify the crew to steer clear of what's ahead. So there you go. Those are the warning signs of water spouts. Was ist voll traurig? I've got to confess, I learned almost everything I know from Wieso Baidu? Die erzählt etwas aus ihrer Kindheit und was ihr Name bedeutet. Das ist voll traurig. Do you know the small fishing village next to Wangshu Inn? I heard that when Captain Beto was a kid, she worked there fishing. Later, she made her way to the harbor where she struggled to make a living. Growing up in an... When I first came on board, I lived every day wallowing in doubt, wondering if my former career as a sailor was all just a waste.
But as I gradually learned some new things and became more experienced, I finally realized what makes the Crux so great. After all, not every fleet has the uncrowned Lord of the Ocean as their leader. I feel lucky just to have joined. Find me anytime if you want to know more. Okay. Erstatte Baidu-Bericht. Ui! Da bin ich. So you've already finished talking to the crew, huh? Sehr schwer, ich will es nochmal wiederholen. Nein, etwas schwer, aber machbar. Now you know that the shield of the Crux is not such an easy job. Let's get started. First of all, life on the sea isn't always plain sailing. Injuries and illnesses happen all the time. But what is the single biggest danger facing crew members? Das Gefährlichste. Die Gefahr zu unterschätzen. Hmm? Is that your final answer? All right, on to the second question. As you've just learned, the fleet plots its route using nautical charts. The charts used by the Crux have additional charts attached. The supplementary chart has lots of lines in various colors for added reference. What is the purpose of these lines? Distanzmessung für verschiedene Meerungsströme für spezielle Orte. Die Reichhaltigkeit der Farben und Schichten der Spiegelung, die Ästhetik des Zeichners und auf die Kunst voraus. Nee, Distanzmessung. Okay, interesting, interesting. Now, last question. Sag doch, dass es so richtig und falsch ist. We have to be especially careful to avoid certain weather hazards that pose a threat to the integrity of the ship and the lives of the crew. For example, water spouts. So, my question is, how can we reliably predict water spouts so we can avoid them? Die dunklen Wolken und Windböen, eine gesetzliche Rechnung mit weißen Wirbeln über dem Wasser im Wolkenmeer. Wenn Xu Lishu sagt, dass eine Wasserhose kommt, dann kommt sie auch. wenn die See sagt, dass die Wasserhose kommt, dann kommt sie auch. Dunkle Wolken und Windböen in gegensätzlicher Richtung mit Ringen. Nee, ich glaube weißen Wirbeln. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube okay. Das. Those are all my questions. Do you want to know how you did? Ja. I gotta say. Each time I think I've wrapped my head around how great you are. Perfekt geschafft. Something new. You've got them all correct. Alle drei. Most difficult questions, but they weren't ones you could bluff your way through either. You've clearly been paying attention to my crew. Okay then. Now it's time to apply that endless talent of yours to learning some new recreational activities. Es handelt sich nicht um eine Freizeitbeschäftigung, wie die das Bezwingen von eines Ungeheuer mit bloßen Händen, nicht wahr? Don't worry. All our recreational activities are respectable and above board. You need to realize that being out at sea might be fun for the first few days. Oder, Kiki? While everything's new, but du auch. Ein Seemonster mit bloßen Händen verprügelt. Ich hätte es gern gemacht. Ich auch. Looking at the same old sea every day and being so isolated from everything can really cause people to struggle mentally. That is why regular recreational activities are an absolute necessity. We offer a lot of fun courses for our newcomer training, including fishing, photography, chess. Oh, and thanks to Kazuha, these days we also offer poetry and music appreciation, as well as communal wind listening. Each newcomer has to participate in at least one, so that they've got some way of keeping themselves occupied. Theoretisch. Also ich habe 5 von 5, aber ich sehe hier noch was. Wrestling sea monsters with your bare hands. Ich mache jetzt noch Ausgang 6 von 5. Wenn es dein Hobby ist, Seeungeheuer mit bloßen Händen zu bezwingen, kann ich natürlich auch eins arrangieren. Warum gibt's da die Frage, die Antwort ja nicht? Ja, ne? Well, for today at least, let's stick to the training schedule drawn up by Juza. If I remember correctly, it should be photography today. Come on, I'll show you. Ein Fotokurs. Viel Spaß. Nein, ich muss Sachen fotografieren. Listen up, everyone can go back and call it a day. The photography session has been postponed. What's going on here, Juza? Oh, Captain, there you are. Well, Captain, the photography teacher just sent word saying that she's fallen ill and doesn't want to risk coming in case she keels over in class. I see. That's quite unfortunate. Wenn ich das Handy in die Hand nehme und ein Foto von Mietz machen will, fängt sie an, ganz schnell wegzulaufen und wegzugehen.
Die weiß, dass sie ein Foto von ihm machen will. Sie will nicht fotografiert werden. Da kann man nichts machen. Ich kenne bereits einige Techniken der Fotografie. Quite the multi-talented one, aren't you? In that case, why don't you help us out and lead the class today? Yeah, unfortunately, the original teacher canceled at short notice, so there's no time to schedule anything else instead. It would be great if the Traveler could step in as the teacher for the day. It's up to you, Traveler. Da können wir nicht nein sagen. Great, it's settled then. Jusa, let's muster everyone over here to meet the new teacher. Yes, Captain. Neuen Lehrer vorstellen. Hey, ich bin der Paul. Okay, that's one, two, three. That should be everyone. Take it away, Traveler. Ach, eine Bedingung habe ich. Oh, yeah? What's that? Es ist, da es sich um Fotografie handelt, gibt es natürlich Bilder, die aufgenommen werden müssen. Und ich bräuchte ein Model, mit dem ich arbeiten könnte. Fair enough. It seems like you already have someone. Ich bin bestimmt überfordert hier. So? Was machst du? ich. Nein. Dir zuzuhören ist lustig. Natürlich wollen wir Captain Beidou fotografieren. well, we could do that. Or Greenstone Forest looks extraordinary today. It'd be a pity to not capture the scenery for posterity. Beidou ist ja schüchtern. Ja. Die Lache. Come on, Captain. We talked about this. The photography class is supposed to be portrait photography. Have you forgotten? It's nice, but it gets boring after a while. I bet it'd keep the crew more entertained if we got them doing portrait photography so they could record moments in each other's daily lives. Was machst du? Ich mach was sehr Anstrengendes. Where are they now? Strange. I don't seem to remember anything. Ah, sie sind sings. Well, then in that case, how about Hushin? Hallo. She's perfect for the camera. Was machst du? Das war eine Sekunde. Eine Sekunde. Was machst du? Xelix, ich glaube ja. Was machst du? Ja, was hat er gesagt? Ja, ob du gerade stirbst. Was machst du? Ich habe das bei beiden gemacht mit diesen, wenn du Speer bist. Diese Speerausbildung da. Genau. Und dann musst du einen Test machen. Ja. Der geht unter Zeitdruck. Das sind alles lauter Dinge, die ich nicht kann. Wie zum Beispiel ein Boot lenken. Ich find's immer so schön, wenn du da, ja. Wie oft bist du schon mit deinem Boot in Mainz reingefahren? Ja, das ist anders. Fujong or Mora Grubber, even little Yue. Beidou ist ein bisschen schüchtern. Seriously, Captain, little Yue, you're just trying to wriggle your way out of this. This isn't like you. You are the captain, after all. Of all of us, you're the best suited to being a model. I agree. You were the one who invited the Traveler to be the teacher, so you should cooperate, Captain. Besides, Captain, you've never had your photo taken. It's high time you got one. You know, a heroic and striking kind of picture. We can even use it to promote the fleet during recruitment. Funny, guys. Oh, Beidou ist schüchtern. Glaub allen, du passt wirklich gut. Beidou, du passt wirklich gut. Well, if you say so. I'm not one to spoil the fun. So, what do I do now, Traveler? Mach eine heldenhafte Pose. Like this? Der schaut aus, als ob du mich gleich verprügeln willst, Beidou. Du scheinst etwas nervös zu sein. You're kidding, right? I've never had my photo taken before, but something this simple shouldn't be a challenge for me. It must be the lighting or something. You've got it wrong. Sind hier vielleicht so viele Leute? I never said that. Habe ich nicht gesagt. Wir können einen stilleren Ort suchen. You mean go somewhere else than bring the final photo back as teaching material?
Sounds good to jetzt bin ich besser. Hä? That's a good jetzt bin ich besser. Idea, yeah, jetzt habe ich sogar noch 40 Sekunden übrig. Chillt! Läuft ja. Open to persuasion. If you have a suitable place in mind, I can consider it. Just to be clear, I won't necessarily agree. It depends on the place you have in mind. Das Kaffeehafen gibt es ein kleines Fischerdörfchen. Ja, von dem aus man ganz Leo sehen kann. Wie wäre es mit Jung Untiefe? Es ist dort eine Meeres. Was ist denn die Yuang Untiefe nochmal? Keine Ahnung. Ich könnte dich spoilern und sagen, welche Anker du nehmen solltest. Ich könnte dich spoilern und dir raten, welche Antwort du nehmen solltest. Ich don't think I've ever seen it on a single map. Xuli sagt, dass du dort gelebt hast. Ich habe die richtige Antwort gewusst. I'm surprised that you remember such a trivial detail. He's right though. I did live there for a while. And now that you've mentioned it, it's given me the urge to go back and take a look around. Well then, let's go. We can take this opportunity to pay my old home a visit. Wieso musst du mich das spoilern? Das weiß ich doch. Warum weißt du das? Weil ich mir Dinge merke. Mm. Schrecklich, gell? Ja. Immer schlimm. Was ich mir immer alles merke. Ich habe schon wieder gekleckert mit meiner Dampfi. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn heute? Whirling Snow. Was mache ich denn heute? So, Haltung ist übrigens angenommen, Julie. Von uns beiden soll ich ausrichten. Hä? Ja, Haltung annehmen ist im Chat gemacht worden. Jetzt sitzen wir beide gerade da. Ja, nicht du. Dich meine ich nicht damit. Okay. It's certainly seen better days. It was never that impressive, but at least back in the day, it was a lively village and home to several families. I wonder how long these last few old houses will remain standing. Ja, Katze ist schon da. Was ist hier passiert? Nothing as dramatic as you might think. A few small incidents occurred, and then people began to leave. Come on, let's take a walk around. People used to call this place Downriver because the villagers apparently moved here from a place called Upriver. With them, they brought their knowledge of fishing, which had been passed down from generation to generation. I learned a lot from them when I was here. Now Upriver is long gone, and Downriver is all but deserted. It won't be long before no one even remembers what these places are called. To Zhong. Zhong. I barely remember this name. Du warst da noch klein? You're right. I was only about 5 or 6 years old when I first arrived here. I was homeless and had to wander around the streets. I remember finally managing to find half a rice bun, but then a stray dog jumped out and snatched it away from me. Half a rice bun was not something I was willing to give up so easily at the time, so I chased it all the way to this neighborhood. Then a few fishermen saw us running and stopped me. They were kind enough to give me some food. Seeing me stop, the dog also stopped running. But straight away it keeled over and never got up again. Maybe it was too tired, or maybe it had starved to death. I went over and saw that the dog still had the half rice bun in its mouth. It didn't let go even at the very end. Poor thing. Had I known the dog was so weak, I would have let it take that half rice bun. Dann haben dich die Dorfbewohner hier aufgenommen. I could tell they were wary of me at first. I was the dirty little kid who just chased a dog to death over some scraps of food. But I got lucky. The village chief took pity on me and brought me to their home. That's how I ended up staying here. Warum bist du gegangen? Do you know what the name Beidou means? Come on, I'll explain along the way. About a year or two after I arrived,
The village chief fell ill during the winter and passed away. During that same period, the harvest was getting worse and the fisherman's catch was getting smaller day by day. Without the village chief to handle the situation, people began blaming each other. There were even rumors that some families had been overfishing and leaving nothing for the rest of the village to catch. But in the end, they all turned on me, saying that they shouldn't have ever taken me in. They said I was bad luck. They pointed to how that dog died on the first day I arrived. Next thing you know, the village chief dies, and then all the fish die out. They said I was a living curse, and the downfall of the village was all my fault. I told them that I didn't understand. I'm not a curse, I'm just Beto. Then some of the villagers started shouting and drove me out of the village. They shouted, Nando controls life. Beto controls death. Beto controls death. Before then, all I knew about my name was that it had something to do with the stars. It wasn't until then that I realized that Beto was a constellation. And the Alcor, one of its stars, was an omen of death. Here we are. Oh, es ist traurig. This is the old house of the village chief. Ja, sag ich doch. I bet he never expected that the little girl he took in would grow up to be seen as a curse that brought about the village's total destruction. Wenn das ein Unglück ist, dann bin ich auch ein Unglück. What do you mean? Ich kam nach Mondstadt und der Gott des Windes verlor sein göttliches Herz. Is that all? Ich kam nach Leo und der Gott des Gesteins verlor sein göttliches Herz. Let me guess. You got the Inhuman, the Electro-Archon's Gnosis was taken as well? Well, you seem to wreak havoc on a grander scale than I ever could. Du hast den heldhaften Einfluss ausgeübt. Fühlst du dich jetzt ein wenig besser? Oh, I get it. You're trying to convince me that I'm not cursed. I appreciate it, and I'll take it. Let's not forget that the people whose names stick around are the ones who emerge from the stormy seas unscathed. And the ones who get swept away in the wind are the fledgling birds who couldn't hack it. I, for one, have never encountered a storm I couldn't weather. But your journey's far from over, isn't it? Es schneit. Just remember, there's no telling what else you might encounter in this. Ich habe gerade eine Nachricht. Also ich habe. If you ever find some idiot trying to brand you as a scapegoat just because you're the one who lived to tell the tale, tell them Captain Beto demands to have the honor along with you. Sie meinen, der Undankbar ist mit dir. Und er soll mich dann Beto mit einbeziehen. Meine Mutter hat mir geschrieben, hast schon mal rausgeschaut? Es schneit. Oha. Also meine Mutter hat mir 8 neue Nachrichten geschrieben. Ich habe noch auf keiner geantwortet. Remember, you'll always have the captain of the Crux to back you up wherever you go. So beschützt das eine Unglück, das andere Unglück. Two cursed scapegoats banding together for survival. Sounds like a recipe for disaster, but at the same time, I kind of dig it. I'm lucky to have a friend like you. Okay, it's time to get back to our photography. Right, teacher? Echt, du erinnerst dich endlich. Come on, let's not waste any time. Get it done while you can before I change my mind. So, do I need to strike a pose? Egal. All right. How about this? Sie macht immer dieselbe Pose. Sie macht immer dieselbe Pose, egal. So, is it done yet? Das ist ein perfektes Bild. Du bist ein perfektes Model. Komm, wir flirten. Show me. Du wirst es mir wiedergeben, oder? Schlägst du mich? Yeah, sure, whatever. Now give it here. Du gibst ihr das Bild. Hmm. Yes. I see. All right. On behalf of the Crux, thank you very much for your photography class today. You've been an excellent teacher, and I couldn't be more satisfied. Now, as captain of the Crux, I am exercising my official right to requisition this photograph for future promotion and recruitment purposes. So I'm afraid I'll be holding on to this. That's fine with you though, right? Es war klar.
Beidou ist aber putzig. Hey, ich habe hier ein spontanes Event. Tut mir leid, egal. Ach, Gegner da unten töten. Okay. Zum Glück regnet es ja gar nicht. Ayaka, du hast doch hier gerade zufällig so eine Q. Gott, da ist was explodiert. Aua. Der Einzige, der überlebt hat, war der Schleim. So, ich habe 22 Hearts. Willst du noch ein bisschen Legendenauftrag machen? Ja. Okay, dann machst du noch ein bisschen Legendenauftrag, dann mache ich auch noch ein bisschen Legendenauftrag. Achso, nein, eigentlich. Ich habe ja gesagt, aber ich wollte eigentlich Nein sagen. Oh, besondere Erinnerungen. Da kann man einen anderen Ausgang noch wählen, okay. Du wolltest Nein sagen. Das heißt, du willst Affäre mit mir machen. Ja. Ah, okay. Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Na komm, du kannst eine Anfrage stellen. Ich stehe schon vor direkt davor. So. Da ist sie. Hallo, junge Dame. Brauchen wir einen Heal da drin? Nicht wirklich, oder? Deshalb fragst du die falsche. Achso, Wölfe. Oder? Ja, schnell genug töten, damit die uns keinen Schaden machen. Salbe mit reinholen. Ach komm, die kloppen mal um. Müssen wir doch nicht immer einfrieren. Warum das Leben einfacher machen? Ich bin so langweilig. Pass auf, gleich sterben wir beide einfach jämmerlich. Illusion Shot. Monster to compel. Vielleicht haben wir die gerade echt ein bisschen rangenommen, hey. Die Armen. Was ist das? Naja, die sind, waren gerade alle auf einen Haufen und sind einfach durch die Welt geflogen, durch das Dungeon. Und ich sehe gerade fast nichts mehr. Wo bin ich? Oder wo war ich? Wir brauchen keinen Heal. Das war 68.000 Schaden, das war schön. Siehst du, wir brauchen keinen Heal. Wobei, du heilst die ganze Zeit. Ja. 1 Minute 16, schau her, geht doch. Willst du auch einsammeln oder brauchst du noch was anderes? So, heute wäre noch Dingens gewesen. Widerstand, das bräuchte ich ja für Noelle. Aber Artefakte brauche ich auch. Komm schon rein. Hast du eingesammelt? Ja. Okay. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich Blödsinn. Ich brauche doch nur noch zwei. Ich brauche. Ja, ich. Ja. Einfach ja. Es ist immer so, wenn ich Jagd auf ein Artefakt mache, es ist immer so. Also, hast du vorhin geguckt, dass ich zufällig noch eine Kiste entdeckt habe? Bei dir? Und bei der Baidu-Mission, da waren wir doch irgendwo in Leo irgendwo? Ja. Ja. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe jetzt. Also, das ist deine Karte. Und da habe ich irgendwo nach Baidu bin ich noch etwas durch die Gegend gelatscht und da waren dann plötzlich Gegner und eine Kiste. Also ein Einfacher, hey. Cool. Nee, ich hab mich bestimmt wieder 1% hochgeschossen. Also wir können bei dir auch mal durch die Bischo-Ebene laufen, das war kein Thema. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, aber irgendwie. Nee. Doch, das haben wir schon mal. Durch die Bischo-Ebene, das war bei mir. Wo ich ganz verzweifelt meine letzten paar Prozente gesucht habe, wo ich so 96% noch hatte. Ja, und bei mir doch auch mal, weil ich meinte, ey, da habe ich ja relativ wenig, dann habe ich immer, glaube ich, angefangen, aber ich glaube, es ist nicht weit gekommen. Wir haben nicht weit gemacht, ja. So.
Transitory. Hm, das habe ich schon. Hm? Nee, ich gucke mal bei den Artefakten sowas. Habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Ich dachte, ich hätte ein neues Artefakt bekommen. Aber das ja, ich habe eins gekriegt, was ich auch schon hatte. Mir fehlen halt leider wirklich Kokomi-Artefakte. Finde ich schade. Wobei, rein theoretisch könnte ich ja eins schon auswechseln, weil der Heilungsbonus ist ja da. Muss ich nur schauen, dass ich die restlichen richtig auswechsel. Warte mal. Das ist Hydroschaden, da habe ich das eh nicht. Da ist die Blume, guck mal, da wäre die andere Blume. Heilungsbonus wäre ja so oder so 15%. Daher könnte ich das auswechseln, okay. Die Feder hier habe ich nicht. Die Feder habe ich. Die habe ich sogar schon auf 20. Okay. Die Sanduhr fehlt mir noch. Der Krug, den hätte ich auch. Da wäre aber gerade Hydro drauf. Und hier ist halt der Heilungsbonus grundsätzlich drauf. Rein theoretisch könnte ich auswechseln. Rein theoretisch. Mach ich aber nicht. Ah! Sag an. Noch einen Wunsch? Ja, wir könnten halt tatsächlich auch da durch die Gegend laufen. Ja, pass auf. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, wenn ich das streame. Können wir machen, dann pass auf, dann springe ich zu dir rüber. Ja. Einfach mal die Frage an den Chat, wir haben ja ein paar Leute da. Soll ich das streamen oder machen wir das lieber offscreen? Wollt ihr da ein bisschen dabei sein? Egal. Okay. Pass auf, weil dann würde ich mal ganz schnell mir noch mal was zum Trinken holen. So. Und mir ein Käffchen machen. Ich bin bei euch. Pusteblumen pflücken. Bei uns Pusteblumen pflücken? Ja, es ist doch schlecht, wenn wir gerade in der Spielung ein bisschen. Achso, kann ich. Ja, klar. Pusteblumen. Für Jean. Meinst du Löwenzahn? Oder was meinst du? Oder braucht Euler? Euler braucht doch auch Pusteblumen. Oder? Ja. Ja, Löwenzahn. Braucht Euler Ding? Warte, ich muss mal kurz gucken. Wo kann ich nochmal gucken? Ja, braucht sie. Braucht sie. Braucht sie. Ich hab heute alles ausgegeben. Ja, musst du wissen. Hm? Ja, der kann bei mir ruhig pflücken. Ja, dann. Ich habe jetzt zwei, die das brauchen. Das ist nicht cool. Weil Jean braucht es auch. Also, ja. Aber okay, ist nicht schlimm. Ich zieh eh. Ist wurscht. Die kriegst du schnell. Oh, du hast Auchi. Ja, dezent. Warte, ich komme. Sag doch was. Ich wechsle auch auf. Guck. Wo bist du? Ich bin da. Hier. Du warst hinterm Baum. Hier. Ja, danke schön. So. Tippi. Hast du gehört, Xelix? Also, ich mach mal das Ding ins Kompass, könnte ich ja mit reinholen. Ja,